In diesem Video geht es um Sinusfunktionen und wie man sie mechanisch überlagern kann. Joseph Fourier entdeckte, dass Sinusfunktionen die Grundbausteine aller periodischen Funktionen sind. Als Beispiel wird im Bild die schwarze Rechteckfunktion durch die Summe dreier Sinusfunktionen angenähert. Die Annäherung würde natürlich genauer, wenn wir Sinusfunktionen mit siebenfacher Frequenz, neunfacher Frequenz und so weiter hinzunehmen würden. Hier sehen wir, wie unser Fischertechnik-Synthesizer diese Aufgabe erledigt. In unserem Getriebe haben wir Übersetzungen von 3 zu 1 und 5 zu 3 zwischen den Achsen vorliegen. Wenn sich die rechte Achse einmal dreht, so dreht sich die mittlere 3-mal und die linke 5-mal. Durch die Pins auf den Drehscheiben werden die Schlitten der Sinusgeneratoren auf- und ab bewegt. Und zwar mit der Amplitude, die dem Abstand des Pins von der Mitte der Drehscheibe entspricht. Das Seil wird jeweils doppelt so weit ausgezogen oder verkürzt. Unser Synthesizer erzeugt also die Funktion 2a mal Sinus x plus 2b mal Sinus 3x plus Phi plus 2c mal Sinus 5x plus Psi. Phi und Psi sind Phasenverschiebungen, die man durch Verdrehen der Drehscheiben gegeneinander einstellen kann. Zunächst lenken wir nur den Pin am rechten Rotor aus. Die maximale Amplitude beträgt 2,25 cm. Unser Synthesizer zeichnet nun eine Sinusfunktion mit einer Amplitude von 4,5 cm. Als zweites lenken wir nur den Pin der mittleren Drehscheibe um 0,75 cm nach rechts aus. Unser Synthesizer zeichnet nun eine Sinusfunktion mit einer Amplitude von 1,5 cm und der dreifachen Frequenz. Als drittes lenken wir nur den Pin an der linken Drehscheibe aus, und zwar auf einen Abstand von 0,45 cm von der Mitte. Der Synthesizer zeichnet nun eine Sinusfunktion mit einer Amplitude von 0,9 cm und der fünffachen Frequenz. Um die Rechteckfunktion anzunähern, lenken wir alle drei Pins gleichzeitig aus. Der Synthesizer zeichnet nun die Summe der zuvor erzeugten Sinusfunktion. Die Phasenverschiebungen haben sich während der Zeichenvorgänge ein kleines bisschen verstellt. Daher besitzen nicht alle Peaks in unserer Zeichnung die gleiche Höhe. Das lässt sich durch Nachstellen der Phasenverschiebungen beheben. Die Mechanik unseres Synthesizers ist den Gezeitenrechnern nachempfunden, die seit ihrer Erfindung durch William Thomson um das Jahr 1870 bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts Ebbe und Flut
erfolgreich vorausgesagt haben. Bleibt noch zu klären, warum wir unseren Synthesizer Synthesizer genannt haben. In den Synthesizern der 70er, 80er Jahre wurden Sinusspannungen, elektrische Sinusspannungen, zu komplexeren Signalen addiert, um Klänge zu erzeugen. Mit dem Programm Audacity können wir dies nachvollziehen. Das war ein Sinuston mit einer Frequenz von 440 Hertz. Das war ein Sinuston mit der dreifachen Frequenz 1320 Hertz und einem Drittel der Amplitude. Das war ein Sinuston mit einer Frequenz von 2200 Hertz, dem Fünffachen von 440 Hertz und einem Fünftel der ursprünglichen Amplitude. Zusammenaddiert klingt das so. Und das klingt schon fast wie der Rechteck